Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich mal wieder in Göttingen sein darf, zumal bei so schönem Wetter. Ich habe vorhin so eine Viertelstunde unten am Wilhelmsplatz gesessen und es ist noch genauso, wie es vor 30 Jahren war. Man fühlt sich immer so ein bisschen fremd neben denen, die da ihre Bierflaschen kreisen lassen. Aber schön war es trotzdem. Gut, wie Sie eben gehört haben, bin ich ja eigentlich auch sowas wie Henner Simjaner, nämlich Nutztiergenetiker. Und das, was ich Ihnen hier heute berichte, ist eigentlich eher so mein Nebenjob, den ich nullens wohlens irgendwann mal, wo ich nullens wohlens so reingerutscht bin, weil ich irgendwann mal einen Vortrag gehalten habe, wie die Gesellschaft die Tierzucht wohl so wahrnimmt und sieht. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt und heute stehe ich hier und referiere zu dem Thema Nutztiere nur noch in Gut Eiderbichl, Fragezeichen, Entwicklungen in Tierhaltung und Gesellschaft. Das Bild, was Sie da sehen, ist nicht Gut Eiderbichl, sondern das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb im Salzkammergut und das ist insbesondere deswegen so schön, weil alle drei wichtigen Rinderrassen, die wir so züchterisch bearbeiten, auf einem Bild in schöner Landschaft vorkommen. Eiderbichl selber ist ja, wie Sie vielleicht wissen, nicht nur ein Gut, was auch im Land Salzburg liegt ursprünglich, sondern ist ja mittlerweile ein Konzern von 25 landwirtschaftlichen Betrieben, die Sie so in den letzten 15 Jahren erworben haben. Und was sie da treiben, ist eigentlich, hat mit Nutztieren nichts zu tun. Ja, die stellen da Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen hin und nutzen sie nicht. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn von Nutztierhalter. Aber es ist natürlich ein bisschen symptomatisch für unsere Gesellschaft heute, dass man sowas gut findet, während man das, was normale Landwirte machen, vielleicht nicht mehr so gut findet. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit Ihnen reden. Und mein Vortrag gliedert sich also in die Teile Tierhaltung in der öffentlichen Diskussion. Wie wird Tierhaltung wahrgenommen? Wie wird Tierhaltung dargestellt? Dann möchte ich aber auch ein bisschen was über die Geschichte von Menschen und Tieren, die gemeinsame Geschichte von Menschen und Tieren sagen. Möchte Ihnen denjenigen, die jetzt nicht aus dem landwirtschaftlichen Sektor sind, mal so ein paar Bilder zeigen, wie Tierhaltung heute bei Rindern und Schweinen aussieht. Und dann möchte ich einen Block den Fragen widmen, die eigentlich nie jemand diskutieren mag in der Tierhaltung und in der Tierzucht. Das sind die ethischen Fragen, die es um Tiere gibt. Und daraus werden wir uns dann ableiten, was würde denn passieren, wenn wir gar keine Tiere mehr hätten? Oder was würde passieren, wenn wir weniger Tiere hätten, als wir heute haben? Und zum Schluss möchte ich dann aber auch noch mal die Sicht der Landwirte auf das Thema darstellen, bevor ich auf einige Lösungsansätze eingehe. Gut, unstrittig ist, glaube ich, dass Tierhaltung ein umstrittenes Gebiet im Moment in der Gesellschaft ist. Und die Frage ist, woher kommen die Spannungen? Und wenn man sich die landwirtschaftliche Seite betrachtet, dann ist es so, dass wir in den vergangenen 30, 40 Jahren einen enormen technischen Fortschritt erlebt haben. Technischer Fortschritt, das wird Ihnen jeder Ökonom sagen, bewirkt, dass die Produktivität steigt. Das heißt, ich kann mit derselben Menge an Arbeit oder Kapital mehr erzeugen. Das hat in einer Marktwirtschaft in der Regel zur Folge, dass die Preise sinken. Mit den Preisen sinken die Margen. Und das heißt, der Landwirt muss für ein gleiches Einkommen mehr erzeugen. Wenn er mehr erzeugen will, geht das nur im begrenzten Umfang auf dem Betrieb, den er hat. Er muss dann irgendwann wachsen, muss Wachstumsschritte vollziehen. Und wenn er wächst, dann werden die Betriebe größer, die Tierbestände werden größer, wenn er Tiere hält. Und damit kommen wir zum einen an Grenzen, wo er zu viel Tiere vielleicht hat für die Fläche, die ihm zur Verfügung steht. Und andererseits kommen wir in Größenordnungen der Tierhaltung, die man so gemeinhin als Massentierhaltung bezeichnet. Das ist aber nicht nur so, dass sich die Landwirtschaft verändert hat, sondern es hat sich ja auch die normale Gesellschaft verändert. Wir kennen, meine Generation zumindest, kennt keine existenziellen Probleme mehr. Niemand, der in meinem Alter ist, hat jemals Hunger erleben müssen.
Niemand hat wirklich mal das Problem gehabt, wo kriege ich denn am nächsten Tag was zu essen her? Wir haben die Ernährung, die uns so überreichlich zur Verfügung steht, überhöht. Ja, das, manche sagen sogar, das ist die neue Religion des 21. Jahrhunderts. Sich ernähren mit dem Ziel, in erster Linie gesund zu bleiben. Und es gibt ganz viele, die glauben, dass eine normale, abwechslungsreiche Kost, wie jeder von uns sie isst, tagtäglich, längst nicht ausreicht, um alt zu werden und gesund alt zu werden. Wir haben aber auch in der Gesellschaft einen erheblichen Wertewandel. Das muss uns auch klar sein. Auch da, wenn man mal so in die Vergangenheit zurückschaut, vor 200 Jahren war es ganz normal, dass der Bauer seinen Knecht geschlagen hat und seine Frau und seine Kinder. Vor 100 Jahren hat er vielleicht nur noch die Frau, die Kinder geschlagen. Vor 50 Jahren hat er die Kinder noch geschlagen. Und heute schlägt niemand niemanden mehr. Ja, das heißt, wir erleben eine Abkehr von Gewalt. Und wir alle sind, glaube ich, der Meinung, dass das gut so ist. Aber diese Abkehr von der Gewalt bewirkt natürlich auch, dass wir Gewalt, und Töten von Tieren ist ja letztendlich auch nichts anderes als die Ausübung von Gewalt, kritischer sehen, egal wo sie auftritt. Und das hat dazu geführt, dass wir heute Lebensmittel am liebsten abstrakt wahrnehmen. Die meisten Menschen essen lieber Hackfleisch als eine Schweinshaxe. Die meisten Menschen essen lieber Fischstäbchen als einen Fisch, wo Kopf und Flossen noch dran sind. Auf die Art und Weise kann man viele, viele Beispiele bringen, wo wir eigentlich nicht daran erinnert werden wollen, dass das Chicken McNugget oder das Hähnchenbrustfilet, was wir auf dem Teller haben, früher mal ein Tier war, was zwei Beine und zwei Flügel hatte. Also, wir erleben auf der einen Seite eine von Technologisierung getriebene Entwicklung in der Landwirtschaft und auf der anderen Seite einen Wertewandel in der Gesellschaft, sagen wir mal, der zu einer Ablehnung von Gewalt, egal ob sie jetzt gegen Menschen oder gegen Tiere gerichtet ist, führt. Und daran entzündet sich natürlich Kritik an der Tierhaltung und teilweise muss man sagen, hat es tatsächlich Fehlentwicklungen gegeben. Es wäre also nicht legitim, das hier zu leugnen. Bei Puten, bei Hähnchen hat es tatsächlich auch züchterisch bedingte Beinprobleme gegeben. Die Fruchtbarkeit dänischer Schweine ist was, wo selbst ein Genetiker wie ich sagt, ja, wenn die Sau regelmäßig mehr Ferkel zur Welt bringt, als sie Zitzen hat, ja, dann muss man zumindest mal darüber diskutieren, ob wir sowas in Zukunft noch wollen. Entschuldigung. Dann haben wir aber auch hier einen Wertewandel zu beobachten. Da rechts sind zwei Boxer dargestellt, links ist die Variante, wie sie vor 30 Jahren üblich war, mit kopiertem Schwanz. Rechts ist die Variante, wie sie heute üblich ist, mit langem Schwanz. Das Kopieren ist was, was man heute bei uns in Deutschland nicht mehr ohne tierärztliche Indikation machen darf. Und teilweise haben wir natürlich auch Leute, die fundamental Opposition üben gegen die Tierhaltung. Allen voran PETA als bekannteste Organisation, aber natürlich auch die große, relativ große Gruppe der Vegetarier und die zunehmend wachsende Gruppe der Veganer sind eigentlich welche, die sagen, Nutztiere wollen wir lieber überhaupt nicht. Und das Schwierige in der öffentlichen Diskussion ist natürlich, auseinanderzuhalten, ist die Kritik, die da jetzt vorgebracht wird, eine Kritik, die dazu dienen soll, die Tierhaltung zu verbessern, oder ist die Kritik, die vorgebracht wird, eher eine Kritik, die dazu dienen soll, die Tierhaltung insgesamt abzuschaffen. Und damit kommen wir zum Thema Tierhaltung in den Medien. Und ich sage immer so gerne scherzhaft, wenn ich Berichte in der Zeitung über mein Metier lese, wenn der Wahrheitsgehalt der politischen Berichterstattung genauso hoch wäre wie der bei der landwirtschaftlichen Berichterstattung, dann würde ich nicht unbedingt 5 Euro drauf verwetten, dass unsere Kanzlerin Angela Merkel heißt. Dabei muss man den Leuten gar nicht bösen Willen unterstellen, sondern es ist einfach so, Landwirtschaft, moderne Landwirtschaft ist etwas, was weit weg liegt von der Lebenserfahrung der meisten Menschen heutzutage.
dazu kommt. Es gibt starke Lobbygruppen, sowohl pro als auch kontra Landwirtschaft. Und was Journalisten gar nicht gerne haben, ist, wenn die Zusammenhänge komplex sind und wenn der Wissenschaftler, der interviewt wird, immer sagt, ja, so einfach kann man das jetzt nicht sagen. Wenn man so die Tierhaltungen im Land anschaut, dann muss man auch sagen, viele dieser Tierhaltungen sind abgeschottet, meist aus hygienischen Gründen. Und wenn dann irgendjemand einen Film drehen will über Schweinehaltung oder über Rinderhaltung, dann freut er sich schon, wenn er auf irgendeinen Betrieb drauf darf. Und wenn das dann auch noch irgendein Ökobetrieb ist, der nur 7 Kühe hat, dann freut er sich, weil das ist ja so schön romantisch und macht sich gut im Fernsehen. Und letztendlich muss man auch immer sehen, wenn Medien Bericht erstatten, dann gilt die eiserne Regel, Bad News is Good News. Das heißt, eine schlechte Schlagzeile oder eine Negativschlagzeile findet viel mehr Interesse beim Publikum als eine Positivschlagzeile. Und das führt dann, Entschuldigung, zu solchen Beispielen wie hier dargestellt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den Bericht in Report Mainz im vergangenen März, vergangenes Jahr im März, das Leiden in Deutschlands Hochleistungsstellen. Und man findet das heute noch im Internet und kann sich also den Teaser mal durchlesen. Und da steht unter anderem ein Satz über Kühe drin. 1960 wurden sie noch durchschnittlich 8 Jahre alt, heute nur noch 5,5. Vor allem die Art der Fütterung macht die Tiere krank, sagen die Veterinäre. In jedem Jahr verlässt rund ein Drittel der Milchkühe die deutschen Bestände, weil sie krank sind. So recherchieren die Leute das. Woher die Zahl von 1960 kommt, ist mir schleierhaft. Ich habe mich redlich bemüht, Zahlen von 1960 zu finden. Ich habe nur eine Angabe gefunden und die bezog sich aber nicht auf das Abgangsalter von Kühen. Aber wir können uns ja mal überlegen, müssen denn Kühe so jung sterben? 5,5 ist die tatsächliche Zahl, die wir in Deutschland so beobachten. Und da machen wir mal ein kleines Rechenexempel. In Deutschland gibt es 4,3 Millionen Kühe. Jede Kuh kriegt jedes Jahr ein Kalb, jedes zweite Kalb ist weiblich. Also werden im Jahr ungefähr 2,1 Millionen weibliche Kälber geboren. Was passiert mit den Kälbern? Ein Teil stirbt. Ein weiterer Teil dient der Kalbfleischerzeugung, viel, viel weniger als noch vor 50 Jahren. Ein großer Teil wird nach der Belegung nicht tragend und wird dann, sagen wir, im Alter von 15, 16, 17 Monaten geschlachtet. Ungefähr 150.000 in Deutschland werden aufgezogen und exportiert, sind also aus dem deutschen Markt raus. Und 1,5 Millionen überleben die Aufzucht und werden erfolgreich besamt und kalben dann irgendwann ab. Und das heißt, wir haben im Jahr 1,5 Millionen neue Kühe, die sozusagen auf den Markt kommen. Die Bestände sollen aber nicht wachsen, sondern die Bestände sollen ungefähr so bleiben, wie sie sind. Bestenfalls mal 0,5% wachsen, 1% wachsen, aber nicht um 30% wachsen. Das heißt, jedes Jahr müssen 1,5 Millionen von den Kühen, die schon da sind, zum Schlachten gehen, damit Platz ist in den Ställen für die Neuen. Und das sind die 35%. Und diese 35%, wenn man das umrechnet in die durchschnittliche Nutzungsdauer, dann kommen 2,9 Jahre raus oder 1050 Tage Nutzungsdauer, also ab der ersten Kalbung. Und bei der ersten Kalbung ist die Kuh ungefähr zwischen 2 und 2,5 Jahren alt und da kommen diese 5,5 Jahre her. Und das ist ziemlich genau das, was wir in der Praxis beobachten. Wenn Sie sich diese Grafik hier anschauen, das sind die drei Kurven der Nutzungsdauer von Braunvieh, Fleckvieh und Holstein, also drei Rinderrassen in Bayern. Und da sieht man zum einen, die Statistik fängt erst 1977 an, da haben wir angefangen, Aufzeichnungen über die Nutzungsdauer systematisch zu machen. Und man sieht, seit 1977 ist die Nutzungsdauer im Durchschnitt so ungefähr um 100 Tage zurückgegangen pro Rasse. Also ungefähr 2 bis 3 Tage pro Jahr. Das ist ein bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Rassen. Man sieht auch, dass seit 13 Jahren ungefähr die Nutzungsdauer konstant ist. Das können die Tierzüchter sich auf die Fahnen schreiben. Im Jahr 2002 haben wir angefangen, die Nutzungsdauer im Gesamtzuchtwert zu berücksichtigen. Was aber ganz interessant ist, ist die rot gestrichelte Kurve, die 1990 so einen starken Peak nach oben macht. Da ist innerhalb von 1-2 Jahren die Nutzungsdauer
um 100 Tage angestiegen, also quasi über das Niveau von 1977 hinaus. Und das war der Effekt der Wiedervereinigung, weil das ist nur die Kurve für Bayern. Und damals gab es in den neuen Bundesländern eine riesige Nachfrage nach schwarz-bunten Kühen. Und die ist dann auch teilweise aus Bayern gedeckt worden. Und damit mussten die Kühe, die in den Ställen stehen, länger im Dienst bleiben. Und das erklärt den Zacken dort. Und das erklärt auch, warum es bei Fleckvieh und bei Braunvieh den Zacken nicht so gibt. Gut, wir sind nach wie vor beim Thema Medien und Öffentlichkeit. Und eins, was da wichtig ist, ist immer der Effekt der großen Zahl. Damit kann man wunderbar Leute beeindrucken. Und ein klassisches Beispiel ist eine Frage, die Kaiser und Spiller 2011 der Bevölkerung gestellt haben, oder eine Aussage. Die Aussage lautet, wenn 40.000 Hähnchen in einem Stall gehalten werden, ist das niemals tiergerecht. Nur mal so spaßeshalber, Hand hoch, wer würde dieser Aussage zustimmen? Wenig, sehr wenig. Scheinen hier alles irgendwelche Fachleute zu sein oder unentschlossene Menschen. Bei Kaiser und Spiller war es so, dass 77% gesagt haben, ja, das kann niemals tiergerecht sein. Und 10% waren unentschieden und nur 2% waren der Meinung, das kann durchaus tiergerecht sein. Die Frage ist, 40.000 war in der Frage drin, weil das so eine Standardeinheit ist an Hähnchen, die heute gebaut wird, wenn man investiert. Und die Frage ist, warum ist das so? Und der wichtigste Beweggrund für Menschen ist immer das Geld. Ja, und dann überlegt man sich mal, was verdient ein Hähnchennester? Hähnchenmastdurchgang dauert inklusive 10 Tagen Reinigung und Desinfektion 48 Tage. Das ergibt 7,6 Mastdurchgänge im Jahr. Wir haben bei uns in der Landesanstalt so einen Deckungsbeitragsrechner, der rechnet aus, wie viel man bei verschiedenen natürlichen Leistungen so verdient mit seiner Hähnchenmast. Und wenn man die Standardwerte so drin lässt, ja, dann weist das Ding einen Deckungsbeitrag von 5,12 Euro je 100 eingestallte Tiere aus. Also 5 Cent ungefähr verdient der Landwirt an einem einzelnen Hähnchen. Das gibt dann für den ganzen Durchgang 2048 Euro und wenn ich das auf das ganze Jahr hochrechne, sind es 15.000 Euro. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man ein großer Kapitalist wird, wenn man Hähnchenmast mit 40.000 Plätzen betreibt. Also der Grund dafür, dass 40.000 Tiere in einem Stall gehalten werden, ist schlicht und einfach, dass weniger mit Sicherheit nicht wirtschaftlich ist. Mit der großen Zahl kann man aber auch die normalen Verbraucher beeindrucken. Ich stelle nochmal eine Frage. Wer von Ihnen ist denn der Meinung, dass sein eigenes Wegwerfverhalten bei Fleisch- und Wurstprodukten problematisch ist für das Tierwohl in Deutschland? Keiner. Gut. Ich werde Ihnen das Gegenteil beweisen. Und dazu zitiere ich den Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Der hat ausgerechnet, wie viel Fleisch und Wurst in Deutschland in die Abfalltonne wandern. Und die Zahlen sehen Sie hier. Das in Grau ist immer die Zahl der Tiere, sozusagen das Äquivalent an Tieren, das in die Abfalltonne wandert. Das heißt, von 3,2 Millionen Rindern in Deutschland geschlachtet jedes Jahr landen 230.000 in der Tonne. Bei den Enten sind es 25 Millionen, von denen 1,8 Millionen in der Tonne landen. Und wenn man dann den Leuten ein schlechtes Gewissen machen will, dann sagt man, wenn sie nicht so viel wegschmeißen würden, dann müssten 50 Millionen Tiere im Jahr in Deutschland nicht sterben. Ja. Das beeindruckt jeden. Große Zahlen beeindrucken immer. Und die großen Zahlen sind auch das, was sozusagen der Fluch der Massentierhaltung ist. Kaiser und Spiller aus der Arbeit, die ich schon mal zitiert habe, haben die Leute auch gefragt, wo fängt denn Massentierhaltung an? Und dann haben die gesagt, ja, bei Rindern 500. Das ist sehr komfortabel. Ja, der durchschnittliche niedersächsische Landwirt hat 80 Kühe im Stall stehen, bloß ein bisschen Nachzucht macht 200 Rinder. Ja, das heißt, ich kann 2,5 mal so groß sein wie der Durchschnitt und die normale Bevölkerung sagt noch nicht, ich bin Massentierhalter. Schweine, 1000 Tiere, ist das absolute Minimum, wenn Sie überhaupt ein bisschen an einen nennenswerten Beitrag zu Ihrem Einkommen denken wollen. Und Geflügel 5.000 Tiere ist noch nicht mal Hobbyhaltung. Ja.
Das heißt, auch hier gilt das Gesetz der großen Zahl. Niemand berücksichtigt, dass 5000 Tiere beim Geflügel natürlich viel, viel, viel weniger sind, sowohl im Hinblick auf Umweltbelastung als auch im Hinblick auf Einkommensbeitrag, als 500 Rinder. Gut, man kann natürlich auch zu großen Tierbeständen aus wissenschaftlicher Sicht was sagen. Und da gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Was dafür spricht für die großen Bestände, ist in der Regel, dass große Bestände auch die professionelleren Bestände sind. Ich habe ein besseres Management, ich habe eine bessere Hygiene, ich kümmere mich mehr um die Fütterung, weil auch hier gilt der Effekt der großen Zahl. Wenn bei 10.000 Schweinen jeweils 50 Cent zu holen sind in der Fütterung, dann ist das interessanter, als wenn ich bei 50 Schweinen 50 Cent holen kann in der Fütterung. Ich habe die bessere Stalltechnik, modernere Ställe vom Konzept her. Ich habe in der Regel auch eine bessere Produktionskontrolle und die Professionalität alleine bedingt schon eine gewisse Größe. Auf der Kontraseite muss man natürlich ganz klar sagen, bei 40.000 Hähnchen kenne ich kein einziges beim Vornamen, sondern die sind alle anonym und die sehe ich für 38 Tage und dann sind sie wieder weg. Da entsteht keine Mensch-Tier-Bindung. Natürlich ist die Tierbeobachtung auch schlechter, wenn ich einen sehr großen Bestand habe. 3 Kühe habe ich immer im Blick, was mit denen so gesundheitlich los ist und ob sich die Alma wohlfühlt oder die Bertha heute lahmt. Das ist in einem großen Bestand sehr viel schwieriger. Im Hinblick auf Medikamenteneinsatz haben wir das Problem, große Bestände heißen in der Regel auch große Behandlungseinheiten. In der Mast werden selten mal Einzeltiere behandelt, sondern in der Regel immer Gruppen von Tieren. Je größer die Gruppe ist, desto mehr Tiere behandle ich im Grunde genommen prophylaktisch. Dann habe ich in großen Betrieben das Problem, dass ich eventuell schon mit Fremdarbeitskräften arbeite, die nicht dieselbe Motivation haben wie der Landwirt selber. Wenn ich es übertreibe, kriege ich auch eine zu hohe Umweltbelastung. Und auch hier wieder Effekt der großen Zahl, wenn ich mal was falsch mache, dann ist natürlich der Schaden auch gleich viel größer. Wenn mir in einem 3000er Maststall die Lüftung ausfällt, dann habe ich unter Umständen hinterher 1000 tote Schweine, die ich rechtfertigen muss irgendwie. Wichtig ist aber aus wissenschaftlicher Sicht auch, dem Tier ist es eigentlich ziemlich wurscht, wie groß der Bestand ist, in dem es steht. Für das Tier ist relevant, wie groß ist die Haltungsgruppe, in der ich mich bewege, wie viele Sozialkontakte habe ich da und was ist meine unmittelbare Umgebung, komme ich mit der zurecht. Ein weiteres Beispiel ist die Tatsache, wir sind immer noch bei der öffentlichen Diskussion, dass Tierschutz jeder kann. Wenn ich Sie frage, ist das ein guter Motor, den Sie da sehen, wird mir keiner irgendwie eine definitive Antwort geben können. Wenn ich Sie frage, ist das eine gute Hühnerhaltung, dann wird die Mehrzahl wahrscheinlich zustimmen und sagen, ja, das ist eine gute Hühnerhaltung. So ähnlich wie mit Fußballtrainern, das kann auch jeder besser als der, der es professionell macht. Gut, damit komme ich zum zweiten Teil, zum Thema Menschen und Tiere. Und wir blenden mal 12.000 Jahre zurück, ans Ende der Eiszeiten. Und das war der Zeitpunkt, als die Menschen durch den Genuss von tierischem Eiweiß, was sie auf der Jagd erbeutet hatten, ein so großes Gehirn entwickelt hatten, dass sie erfolgreich und immer erfolgreicher waren auf der Jagd. Und das hat dann dazu geführt, dass die Herden von Mammuts immer kleiner wurden und die Pferdeherden immer kleiner wurden und hinten, da sind noch irgendwelche Yaks, die wurden auch immer weniger. Das heißt, man musste sich was einfallen lassen, um die Bevölkerung, so diesen Begriff Bevölkerung gab es natürlich noch nicht, um die Menschen weiter zu ernähren. Und das mündete dann in der sogenannten neolithischen Revolution, in der Entwicklung von Ackerbau, von Viehzucht und dem Sesshaftwerden der Menschen. Und bei Ackerbau und Viehzucht spielt das Thema dann Domestikation eine wesentliche Rolle. Das Epizentrum sozusagen der Domestikation war der fruchtbare Halbmond, so ungefähr um 9500 vor Christus. Und
Wenn man sich die domestizierten Nutztiere anschaut, dann kann man eigentlich 6 Kriterien festlegen, die von allen diesen Nutztierarten erfüllt werden und ohne die es nicht gelungen ist, eine Tierart zu domestizieren. Das erste Kriterium ist die Ernährungsweise, denn die Nutztierhaltung hat begonnen ursprünglich mit dem Ziel, Fleisch zu haben und zu gewinnen. Und da wollte man natürlich keine Fleischfresser, die einem selber quasi was von dem, was man erzeugen will, wegfressen, sondern im Idealfall Wiederkäuer oder zumindest Allesfresser. Man wollte auch eine gewisse Größe haben. Ja, an kleinen Tierarten sind eigentlich nur so Meerschweinchen und Kaninchen und Geflügel domestiziert worden. Aber lieber hatte man natürlich irgendwas, was relativ schnell relativ viel Fleisch gegeben hat. Wichtig ist auch, dass die Fortpflanzung relativ unproblematisch und steuerbar war und dass die Tiere einen ausgeprägten Herdentrieb hatten, denn das Hüten war ja damals der Standard und das machten die kleinen Jungs und da durfte es nicht zu schwierig sein. Und schließlich und letzten Endes mussten die Tiere auch noch gut in Einpferchungen, später dann in Ställen oder auch im Wohnhaus zu halten sein. Und das Ganze hat dazu geführt, dass von den 140 Tierarten, die theoretisch für eine Domestikation von der Größe, von der Ernährungsweise her geeignet werden, nur 14 im Lauf der Geschichte der Menschheit domestiziert worden sind. Und seitdem leben wir eigentlich mit einem sogenannten Nutztiervertrag. Das heißt, wir haben ein Geben und ein Nehmen vom Mensch zum Tier und umgekehrt. Und das Geben besteht darin, dass wir die Tiere vor Raubtieren schützen, dass wir sie vor rauen Witterungsbedingungen schützen, ihnen Nahrung und Wasser geben, Pflege, tierärztliche Behandlung, jedenfalls seit dem 20. Jahrhundert und schließlich und letzten Endes auch Zuwendung. Und nehmen tun wir dafür die Produkte wie Milch, Eier, Wolle. Wir kontrollieren die Fortpflanzung, wir schränken in der Regel die Bewegungsfreiheit der Tiere ein und am Ende nehmen wir jedem einzelnen Nutztier auch das Leben. Und mit diesem Nutztiervertrag leben wir jetzt schon relativ lange, relativ gut, bis die Kritik an der modernen Tierhaltung begonnen hat. Und ich möchte jetzt einfach nur mal ein paar Fakten und ein paar Bilder zur Tierhaltung zeigen für die, die jetzt nicht so einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Tierhaltung ist erstmal wichtig im Hinblick auf das, was wir mit unseren Flächen anstellen. Ja? Die Erzeugung von Milch, Fleisch und Eiern beansprucht insgesamt in Deutschland rund 2/3 der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Ungefähr 30% unserer landwirtschaftlichen Flächen sind Grünland, und zwar absolutes Grünland, das heißt Grünland, das nicht ackerfähig ist. Im Hinblick auf das Geld stammen ungefähr 45% der Einkommen der Landwirte aus der Tierhaltung. Und in kleinstrukturierten Ländern wie Bundesländern wie Bayern oder Österreich sind es in der Regel sogar deutlich mehr als 70% des Einkommens, die aus der Tierhaltung stammen. Das heißt, Tierhaltung an sich ist wichtig. Und in den kleinstrukturierten Ländern sieht Tierhaltung oft auch noch so aus. Ja, das ist zwar auf den ersten Blick ein ganz schönes Bild, wenn Sie genauer hinschauen, ist das ein sogenannter Anbindestall, das heißt ein Stall, in dem die Kuh 365 Tage im Jahr auf demselben Platz steht, am Hals angebunden und sich nicht bewegen kann. Vorne wird Futter reingesteckt und hinten wird Milch rausgeholt. Ja. Schöner finden wir alle natürlich sowas, ja, das nennt man Kurzrasenweide, finden alle immer ganz toll, solange Sie das auf dem Foto so sehen. Ja, wenn man morgens zur Arbeit will und steht dann im Stau hinter der Herde von Kühen, die durchs Dorf auf die Weide getrieben wird, findet man es meistens schon nicht mehr so toll. Aber sowas gibt's, ist aber in der deutschen Rinderhaltung eher die Ausnahme. Die Regel ist sowas, ja, das nennt man einen Liegeboxenlaufstall. Hier im Bild mit Holsteinkühen, da auch nochmal ein bisschen eine totale. Das ist keine Massentierhaltung. Ja? Das ist ein Stall, ich habe es mal so ungefähr abgezählt, wo 100 Kuhplätze drin sind. Ja? Also 5-mal so groß würde der normale Bürger dann als Massentierhaltung betrachten. Schweinemast sieht oft so aus. Ja? Das ist ein Bild schon gegen Ende der Mast. Viel voller wird es nicht mehr in der Bucht.
Man würde sich vielleicht wünschen, dass es ein bisschen sauberer ist, als es so ist, aber an und für sich kein schlechter Standard. Das ist so das Moderne und Schicke, bisschen Alternative, das nennt man einen Pickport-Stall. Da können die Tiere also zwischendrin und draußen wechseln und haben draußen auch Sichtkontakt zu ihren Artgenossen und so weiter und so fort. Sieht natürlich auch deswegen so schön aus, weil die Tiere hier nur ungefähr 2/3 vom Gewicht haben, was die anderen in der anderen Bucht hatten. Also auch die werden sich noch ein bisschen verdichten im Laufe der Mast. Das nennt man eine Bewegungsbucht für Sauen. Ja, bislang war das immer so, dass die Sau in einem sogenannten Kastenstand gestanden hat, wegen der 3 bis 4 Wochen Säugezeit, damit sie sich nicht auf ihre Ferkel drauflegt. Heute sagt man, das reicht, wenn ich diese Klappe hier die ersten 3 Tage zumache. Danach kann ich aufmachen, dann sind die Ferkel groß genug, um selber sich in Sicherheit bringen zu können, wenn Mutti sich ablegt. Das ist ein Bild aus unserem eigenen Maststall an der Landesanstalt in Grub, zugegebenermaßen vorher gereinigt, bevor die Schweine reingekommen sind. Und natürlich sieht er nur so schön leer aus, weil die Schweine auch noch sehr klein sind, die da drin sind. Das habe ich irgendwann mal in Kuba gesehen, ja, ein Ochsenkarren mit Wellblech hinten drauf und das Schwein hatte alle 4 Beine zusammengebunden. Bei 30 Grad im Schatten wurde es quasi schon vorgegrillt auf dem Wagen und dementsprechend heftig hat es auch protestiert. Und das bringt einen natürlich zu der Frage, was darf man denn eigentlich alles mit Tieren so machen? Ja? Auch das ist so ein Bild aus einem anderen Teil der Welt, aus Vietnam, wo man sich offensichtlich nichts dabei denkt, so einen Jungen, der vielleicht 12, 13 Jahre alt ist, beim Hahnenkampf zusehen zu lassen. Ja? Und die Fragen, denen wir alle gerne immer ausweichen in solchen Diskussionen, sind zunächst mal, darf man Tiere töten? Wenn wir die mit Nein beantworten, kann ich gleich aufhören, deswegen mache ich noch ein bisschen weiter. Nächste Frage ist, was sind vernünftige Gründe, ein Tier zu töten? Das Tierschutzgesetz sagt, die Tötung von Wirbeltieren ist nur aus einem vernünftigen Grund zulässig. Eine ganz wichtige Frage, vor der sich alle drücken, ist die Frage, ist die Dauer des Lebens von Nutztieren ethisch relevant? Da komme ich gleich nochmal drauf. Und ich habe eben schon gesagt, wir schränken Nutztiere auch immer ein in ihrer Bewegungsfreiheit, in ihrem Fortpflanzungsverhalten. Und wie stark darf denn so eine Einschränkung sein gegenüber den idealen Bedingungen? Eine wichtige Frage ist auch, kann man Leiden gegeneinander aufrechnen? Steht einem Tier wirklich die beste medizinische Behandlung zu? Tierärzte sagen immer gern, ja, man muss doch dem Tier die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Und schließlich und letzten Endes muss man sich auch fragen, brauchen wir Leistungsgrenzen? Zu den vernünftigen Gründen. Akzeptiert ist derzeit die Gewinnung von Nahrungsmitteln. Das ist nach wie vor ein vernünftiger Grund, um ein Tier zu töten. Akzeptiert ist auch, wenn die medizinische Behandlung einer Kuh, eines Schweins nicht mehr wirtschaftlich wäre. Und akzeptiert ist das Töten von moribunden Tieren. Umstritten ist die Tötung von Tieren, wenn die Nutzung unwirtschaftlich ist. Das beste Beispiel sind die männlichen Eintagsküken von Legehennenherkünften. Ja, Sie wissen, da arbeitet man auch mit der großen Zahl. Da werden 35 Millionen im Jahr in Deutschland getötet am ersten Lebenstag. Und nicht mehr akzeptiert, nicht so wirklich groß in der Diskussion, aber allgemeiner Konsens ist, dass man Tiere nicht mehr alleine zur Gewinnung von Pelzen tötet und schon gar nicht zur Gewinnung von Krokodil- oder Schlangenleder, jedenfalls bei uns nicht. Ja, und jetzt zu den einzelnen Aspekten nochmal. Schnelleres Wachstum heißt bessere Effizienz, heißt aber auch immer ein kürzeres Leben. Und das ist nicht ganz unerheblich. Wenn wir uns mal angucken, wie alt Schweine 1970 geworden sind, da waren Schweine beim Mastende ungefähr 135 Tage alt. Heute wird es 115 Tage alt.
und es wird dabei noch 15 Kilo schwerer als 1970. Das heißt, wenn wir nicht auch noch das Endgewicht erhöht hätten, dann würden die Tiere heute einen Monat früher sterben als vor 45 Jahren. Und beim Masthähnchen ist es ähnlich. Ja, das ist 1970 52 Tage alt geworden und heute wird es 38 Tage alt. Natürlich ist das viel effizienter. Ich brauche viel weniger Futter, um so ein Tier zu erzeugen, um dieselbe Menge Fleisch zu erzeugen. Aber die ethische Frage, die dahinter steht, ist: Ist denn Effizienz gegen Lebensdauer abzuwägen? Können wir das? Ist das legitim? Oder müssen wir aufhören, auf schnelles Wachstum zu züchten? Eine ganz ähnliche Frage ist die Frage, die wir vorhin beim Beispiel mit der Nutzungsdauer von Kühen hatten. Wir könnten, oder die Kuh muss kürzer leben, damit das Kalb, was sie vor 3 Jahren auf die Welt gebracht hat, länger leben kann. Wir könnten natürlich auch wieder massiv in die Kälbermast einsteigen. Dann würde die Mutter 1-2 Jahre älter werden und die Kinder würden mit 6 Monaten geschlachtet. Dann kommen wir zum Thema Einschränkungen. Auch wieder so ein Tiertransportbild aus Kuba. Die Ziege da hinten ist nicht tot, sondern sie lebt. Praktisch zusammengebunden wieder an allen 4 Beinen, auf ein Brett geschnallt und dann geht es zum nächsten Markt. Und das zeigt schon, jedes gehaltene Tier ist mehr oder weniger eingeschränkt. Ja, Bewegungsfreiheit, Fressverhalten, Sozialverhalten, Fortpflanzung. Und auf der anderen Seite entfallen dafür aber natürlich Belastungen, die unter natürlichen Verhältnissen auftreten, denn ich glaube, wenn man so eine normale Kuh fragen würde, wärst du lieber ein Reh, was den ganzen Winter draußen im Schnee steht und versuchen muss, irgendwo noch was Essbares zu finden, dann würde sie sagen, da bleibe ich lieber in meinem Stall. Also Hunger, Durst, Hitze, Kälte, Beutegreifer, Krankheiten und auch den Todeskampf letztendlich nehmen wir den Tieren auch wieder im Rahmen unseres Nutztiervertrages ab. Damit kommen wir zum Thema Aufrechnung von Leiden. Das hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber wenn man zum Beispiel ans Kopieren von Ferkelschwänzen denkt, ja, dann weiß jeder, der das mal praktisch gemacht hat, das Wegknipsen des Ferkelschwanzes ist keine große Sache. Ja, das Ferkel quiekt einmal und dann geht es zur Tagesordnung über. Also wir haben 100% der Tiere beim Kopieren, die einen kleinen Schmerz haben. Wenn wir nicht kopieren, haben wir oder zahlt Niedersachsen eine Prämie, wenn 70% der Schwänze intakt sind. Ja. Das heißt, 30% der Tiere können zum Teil massive Bissverletzungen haben, die bis zu entzündlichen Veränderungen gehen. Und die Frage ist, sind die 30%, die da massiv leiden, jetzt mehr wert, ethisch gesehen, als die 100%, die vorher gezwickt worden sind? Oder ist es eher umgekehrt? Genauso ist es bei der Kastration von Ferkeln. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen erheblicherer Eingriff als das Abkneifen des Schwanzes. Aber das Eberverhalten ist auch nicht immer so konfliktfrei. Und da gibt es ziemliche Rangeleien in der Bucht, da gibt es Verletzungen, da gibt es Penisbeißen mit ganz unschönen Verletzungen, jedenfalls so aus der anthropozentrischen Perspektive. Und dann gibt es zum Beispiel in der Rinderhaltung kann sich der Bulle sozusagen die Freiheit erkaufen, wenn er sich kastrieren lässt und kann als Ochse der Weidemast unterzogen werden, während Bullenmast auf der Weide aus Sicherheitsgründen eigentlich nicht möglich ist. Ja. Die Frage ist, ist es dem Tier oder wäre es dem Tier das wert, wenn ich es fragen könnte? Ja, die bestmögliche medizinische Behandlung habe ich eben schon mal angerissen. Ja, die Frage ist ja eigentlich insbesondere die, ist es ethisch legitim, Resistenzentwicklungen in Kauf zu nehmen, um Tieren eine Heilung angedeihen zu lassen oder auch nur eine Leistungsdepression zu ersparen. Ja, da kann man auch trefflich drüber diskutieren. Und damit sind wir beim Thema Leistung und die Frage Leistungsbegrenzung. Da gibt es ja auch Landwirtschaftsminister in dem einen oder anderen Bundesland, die dann auf die Idee kommen, wir müssen die Leistungen begrenzen. Ja. Und da muss man sich natürlich immer erstmal fragen, was begrenzen wir denn? Die genetische Leistung, die phänotypische Leistung, also die, die wir sehen. Und den meisten Leuten ist nicht bewusst, dass es auch Variationen gibt. Das hat Herr Simjana vor 2 Wochen auch schon schön gezeigt, dass wir
immer Variation haben. Und das heißt, selbst wenn ich eine relativ moderate Wurfgröße beim Schwein habe von 10 Ferkeln, ja, gibt es irgendwo Schweine, die stattdessen 17,5 Ferkel auf die Welt bringen. Ja, und genauso kann ich das mit Kühen machen. Die durchschnittliche Kuh gibt 8000 Liter, ja, die Standardabweichung ist 1200 Kilo. Das heißt, 1% der Tiere gibt über 11.000 Liter. Ja. Und das kriege ich auch nicht weg. Auch Züchter sagen immer, wir wollen die Variation gern wegkriegen. Ja. Wir hätten am liebsten das Einheitsschwein, wo alle Tiere exakt dieselben Leistungen haben, aber so ist die Biologie nun mal nicht. Dennoch muss man sich natürlich manchmal fragen, haben wir jetzt irgendwo eine Grenze erreicht? Das Beispiel dänische Sauen hatte ich vorhin schon mal. Ja, dänische Sauen nach dem Bericht der dänischen Zuchtorganisation haben im ersten Wurf in den Reinzuchtlinien im Durchschnitt schon 15,5 lebend geborene Ferkel. In der Regel haben auch die nur 14 Zitzen oder 15 Zitzen. Ja, und im Durchschnitt heißt, dass ich dann in der gesamten Gruppe eigentlich schon mehr Ferkel habe, als ich brauchen kann. Wenn ich die dann noch mal miteinander kreuze, habe ich noch ein halbes Ferkel mehr und dann wird es definitiv problematisch. Man muss sich dann zumindest mal drüber unterhalten, wollen wir auch bei Schweinen eine mutterlose Aufzucht, so wie wir es, ups, jetzt ist mir der Dings weggeflutscht, so wie wir es bei Kälbern in der Regel tun. Ja. Man hört auch immer den Begriff, dass Leistung abverlangt wird. Ja. Und abverlangt hört sich so an, als würde man dem Tier irgendwas abpressen. Ja. Das Tier gibt seine Leistung freiwillig her in einem Miteinander von Genetik, Fütterung und Management. Und wir dürfen nicht vergessen, höhere Leistung geht in fast allen Fällen mit besserer Effizienz einher. Diese Effizienzverbesserung ist eigentlich das, was wir immer anstreben. Ja, was wir dabei vergessen, ist Jevons Paradoxon. Jevons war ein Bergbauökonom im England des 18. Jahrhunderts und der hat damals schon festgestellt, mit der Einführung der Dampfmaschine, Watts Dampfmaschine war 18 Mal effizienter als die Vorgängermodelle, dass der Ressourcenverbrauch nicht gesunken ist, sondern insgesamt gestiegen ist. Ja, zwar war die einzelne Dampfmaschine sehr viel effizienter, aber dadurch wurde es auch billiger und sind viel mehr Dampfmaschinen in Betrieb gegangen. Und genau das erleben wir bei der Tierhaltung auch. Und wenn wir zur Eiderbichel zurückkommen, stellen wir uns mal die Frage, was wäre denn, wenn wir wirklich keine Tiere mehr hätten? Dann würden uns natürlich zunächst mal die Produkte fehlen, die wir jeden Tag konsumieren. Dann würden uns Produkte fehlen, die ein bisschen seltener sind und die wir heute auch schon zum Großteil durch Kunststoffe substituiert haben. Insbesondere würde uns aber etwas fehlen, was wir in unserer Freizeit alle gerne nutzen, und das ist die Kulturlandschaft. Sowas aus meiner bayerischen Heimat gibt es nur, weil es Tierhaltung gibt. Ja, wenn es keine Tierhaltung gäbe, würde diese Gegend über kurz oder lang so aussehen. Ja, das ist die natürliche Vegetation, die wir in Deutschland haben. Und auf den Grünlandstandorten kann man ansonsten nichts anderes tun. Tierhaltung würde uns auch fehlen bei der Bodenfruchtbarkeit. Wenn Sie Ökoverbände fragen, dann ist eigentlich keiner gegen Tierhaltung, denn alle sagen, wir brauchen den Stalldung für die Bodenfruchtbarkeit. Und wenn man dann sagt, ja, aber wir haben ja an manchen Stellen Probleme mit zu vielen Nährstoffen, dann muss man sagen, es ist nicht ein Problem der Tierzahl, sondern es ist ein Problem der Verteilung. Ja. Im Jahr 1900 hatten wir insgesamt in Deutschland 20 Millionen Großvieheinheiten. Eine Großvieheinheit ist eine Kuh, um es mal volkstümlich zu sagen. Ja. Heute haben wir noch ungefähr 13 Millionen Großvieheinheiten. Was deutlich feststellbar ist, ist, dass die Kühe und die Pferde sehr viel weniger geworden sind, das wissen wir auch alle, und dass die Schweine und das Geflügel sehr viel mehr geworden ist. Aber insgesamt kann man nicht sagen, dass wir zu viele Tiere haben, selbst wenn man den höheren Durchsatz berücksichtigt. Und die Frage ist, wenn wir keine Tiere mehr hätten, was würden wir denn dann essen? Ja. Da gibt es natürlich Leute, die mit Begeisterung sowas essen. Ja. Und das ist eine Folie, die ich ungefähr vor 5 Jahren gestaltet habe. Damals sahen Ersatzprodukte noch so aus. Ja.
Das sollen wohl irgendwelche künstlichen Shrimps sein. Das ist ein künstliches Hähnchen, wie man unschwer erkennen kann. Heute sieht sowas so aus. Ja, das ist ein Produkt, das nennt sich Beyond Meat. Totschick, ja, lecker. Sieht aus wie Hühnchen, schmeckt wie Hühnchen, ist aber 100% vegan. Da gibt es auch sowas Ähnliches in Eierform. Und das hier ist der Renner einer Firma mit einer roten Windmühle im Logo. Die machen jetzt auch vegetarisch und dieses Produkt oder diese Produktreihe hatte im letzten Jahr 30% Umsatzsteigerung. Zwar von einem niedrigen Niveau ausgehend, aber immerhin. Das heißt, Alternativen können auf pflanzlicher Basis entstehen. Es gibt auch schon Versuche, Fleisch in der Petrischale zu züchten sozusagen. Aber klar wird auch, offenbar gibt es bei den Menschen so ein ziemlich starkes Bedürfnis, sowas wie Fleisch auf dem Teller zu haben. Ja. Und das Fleisch soll so sein, dass ich dabei ein gutes Gewissen habe. Das heißt, es soll nach Möglichkeit niemand dafür getötet worden sein und es soll die Umwelt und die Ressourcen schonen. Gut, wenn wir jetzt nicht wirklich ganz auf Tiere verzichten wollen, dann fragen wir uns vielleicht, weniger Tiere, ist das eine Lösung? Dazu muss man sagen, ja, in den Regionen, wo wir eine sehr hohe Tierdichte haben, da wäre vielleicht eine Ausdünnung nicht schlecht. Ja, aber dazu muss man natürlich so ein bisschen die Gesetze der Ökonomie überwinden. Man darf sich aber nicht einbilden, dass man damit die steigende Nachfrage auf der Welt befriedigen könnte. Ja, und da stehen wir wirklich vor der Entscheidung, wenn wir die Weltnachfrage befriedigen wollen, machen wir das mit Hightech und effizient oder machen wir das mit Lowtech und dementsprechend ineffizient. Klar ist, die Welternährungsprobleme, das ist ja auch gern so ein häufig vorgebrachtes Argument, lassen sich durch einen Verzicht auf tierische Nahrungsmittel voraussichtlich nicht lösen. Ja. Zum einen würden wir ungefähr 2/3 der Erdoberfläche ungenutzt lassen, denn die sieht so aus wie das, was wir da unten sehen, also Grünland. Und das Zweite ist, die Geschichte lehrt uns, dass ein höheres Nahrungsangebot immer ein stärkeres Bevölkerungswachstum bedingt. Und das hat auch Jared Diamond, den wir vorhin schon bei der Domestikation erwähnt haben, schon festgestellt und hat gesagt, das wäre nur gut, wenn wir den Unterernährten mehr zu essen geben würden, wenn wir gleichzeitig das Bevölkerungswachstum eindämmen könnten. In der Vergangenheit hat mehr Nahrung auch immer mehr Leute hervorgerufen. Gut, ich muss mich ein bisschen sputen und spreche jetzt mal über die Perspektive der Landwirtschaft. Und Landwirte verstehen manchmal die Welt nicht mehr, ja, denn die sagen, Mensch, tierische Produkte sind für uns wichtig, wir sind erfolgreich. Das sind die Wachstumsraten von 2005 bis 2014. Trotz Quote haben wir 14% mehr Milch erzeugt, 38% mehr Schweinefleisch und 122% mehr Hühnerfleisch. Und was ich eben schon gesagt habe, die Weltnachfrage wird bis 2050 nochmal deutlich anziehen, zwischen 60% und 70% für Milch- und Rindfleisch, insbesondere besonders stark für Geflügelfleisch. Und die Landwirte sagen auch, Mensch, wir haben doch schon so viel gemacht. Wir haben den Tieren mehr Bewegungsfreiheit gegeben. Wir halten die Tiere artgerechter als früher. Wir haben bessere Hygienekonzepte, Tiere bleiben gesünder. Wir haben eine leistungsgerechte Fütterung und wir haben eine bessere Qualität der Grundfuttermittel. Und die beiden letzten Punkte, die hat man normalerweise nicht so auf dem Schirm. Aber wer aus der Landwirtschaft kommt und sich überlegt, was vor 30, 40 Jahren manchmal an Silage verfüttert worden ist, der wird mir sicher zustimmen. Und die Landwirte sind verunsichert, ja, zum Beispiel Leistung. Bis vor wenigen Jahren war Leistung ein politisches Ziel. Erst ging es darum, den Nahrungsmittelbedarf der Bevölkerung zu sichern. Dann hat man gesagt, mehr Leistung eröffnet uns Exportmöglichkeiten, können die Landwirte Geld verdienen. Geld verdienen wollen die Landwirte auch heute noch. Das heißt, auch für den Landwirt selber ist Leistung immer wichtig und mehr Leistung bedeutet mehr Gewinn. Aber Leistung ist kein gesellschaftliches Ziel mehr, weil die Leute satt sind, weil wir den Trend haben zu weniger tierischen Produkten in der Ernährung und weil letztendlich dem Verbraucher das Einkommen des Landwirts auch ziemlich egal ist.
Dazu kommt, dass bauwillige Landwirte große Schwierigkeiten haben, geeignete Standorte für ihre neuen Ställe zu finden, in den Größenordnungen, wie man es braucht. Häufig bilden sich Bürgerinitiativen, die gegen den Stall sind. Aber klar ist auch für den Landwirt, ohne Wachstum gibt es keine Zukunft. Und schlimmer wird es dann noch, wenn man persönlich angefeindet wird, wenn es nicht mehr nur um den Bauantrag geht, sondern wenn es dann auch darum geht, dass man sagt, du bist ein Tierquäler, ja, oder die Kinder in der Schule gesagt kriegen, dein Papi ist ein Tierquäler, dann ist klar irgendwann, dass die Motivation der Leute am Boden ist. Tja, was können wir tun? Zunächst mal müssen wir vielleicht schauen, wo sind denn die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen Landwirten und Verbrauchern. Und das ist eine Umfrage aus dem Jahr 2011, ich denke aber in der Grundaussage ist sie immer noch aktuell. Und die zeigt zunächst mal, dass in vielen Punkten Landwirte und Bevölkerung sehr gut übereinstimmen. Also beide meinen, dass Tiere empfindsame Wesen sind. Ja, beide meinen, dass Tiere Gefühle haben. Beide meinen, dass Tiere Bewegungsfreiheit brauchen. Die Unterschiede gibt es in den grün hervorgehobenen Bereichen. Und der eklatanteste Unterschied liegt in der frischen Luft sozusagen. Ja, so mit der Aussage, damit sich ein Tier wohlfühlt, braucht es Auslauf im Freien, haben die meisten Landwirte gesagt, das ist völliger Quatsch. Und die meisten aus der Bevölkerung haben gesagt, ja, das ist ganz wichtig. Und dann gibt es noch einen Dissens bei der Frage, ob hohe Leistung ein Indikator für Wohlbefinden ist. Da bin ich eher auf der Seite der Bevölkerung und weniger auf der Seite der Landwirte. Und einen großen Dissens gibt es darin in der Frage, ob schärfere Gesetze und Kontrollen dazu führen würden, dass es den Landwirten schlechter geht. Ja, da sind die Landwirte der Meinung, klar, das wäre so. Und die Bevölkerung sagt, nö, das wäre nicht so. Wir reden gerne in der Diskussion vom Tierwohl und manchmal wird es mit Tierschutz verwechselt. Ich habe das hier nochmal so ein bisschen aus einer Darstellung oder mit einer Darstellung eines Kollegen aufgegriffen. Wenn wir die Haltungsbedingungen mal von schädlich, tödlich bis komfortabel so aufeinanderreihen, dann gibt es eine Grenze zwischen Tierschutz und Tierwohl, die ungefähr da verläuft, wo die Haltungsbedingungen aushaltbar werden für das Tier. Aushaltbar ist noch nicht angenehm. Angenehm kommt eine Stufe drüber. Da sind wir dann in dem Bereich, wo das Tierwohl in Ordnung ist. Und darüber kommt komfortabel. Das ist der Dackel Waldi, der bei Mutti auf dem Sofa liegt. Das ist auch wissenschaftlich inzwischen einigermaßen gut definiert, oder was heißt inzwischen eigentlich schon seit fast 30 Jahren. Der Pionier war David Broom und der hat in meiner freien Übersetzung gesagt, das Wohlergehen eines Individuums ist sein Zustand im Hinblick auf seine Bemühungen, mit seiner Umwelt zurechtzukommen. Ja, das heißt, ich muss das Tier immer in seiner Umwelt beurteilen und muss schauen, wie geht es denn dem Tier in dieser Umwelt. Und er hat damals gesagt, weil es ihm darum ging, das justiziabel zu machen, Tierwohl kann präzise bestimmt werden, wir können das aus Wahlversuchen ableiten und wir können am Tier verschiedene Bewertungskriterien messen, die uns sagen, ob das Tierwohl gut ist oder schlecht. Und ein ganz wichtiger Satz, den er gesagt hat und den wir eben auch schon auf der vorhergehenden Folie gesehen haben, ist, das Tierwohl kann schlecht sein, auch wenn das Tier nicht leidet. Also leiden und Tierwohl sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir haben ein ganz großes Problem, auch das hat Kollege Simjano vor zwei Wochen schon angesprochen. Was wir nicht messen, können wir nicht managen, beziehungsweise können wir auch nicht steuern in der Züchtung. Und Tierwohl wird schlicht und einfach nirgendwo gemessen. Und das ist unser großes Defizit. Wir müssen dazu kommen, dass wir Tierwohl regelmäßig messen. Das muss flächendeckend passieren. Das muss permanent passieren, das muss auch dokumentiert werden, tierindividuell dokumentiert werden, damit die Züchter was damit anfangen können. Und zwar nicht nur, um die Landwirte kontrollieren und überwachen zu können, sondern vor allen Dingen auch, um das Tierwohl steuern zu können. Und wie ich eben schon gesagt habe, muss dabei das Tier im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Das heißt, ich muss das gesamte Haltungssystem bewerten, Management, Fütterung, Tierbetreuung, Hygieneniveau, um sagen zu können, dem Tier geht's gut. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen im Moment.
Und da muss man die Wissenschaftler und die Landwirte auch so ein bisschen kritisieren. Wir machen zwar viel, aber was wir tun mit Vorliebe ist an Symptomen rumdoktern. Ja, wir machen Schwanzbeiß-Interventionsprogramme. Wir untersuchen 97 Alternativen zur Ferkelkastration. Wir beschäftigen uns mit dem Enthornen, mit dem Schnellbekopieren bei Legehennen. Aber die eigentlichen Probleme, die fassen wir nicht an. Und deswegen kommen wir aus der Rolle des Getriebenen auch nicht heraus. Und ich meine, wir müssen das ein bisschen strukturierter aufsetzen. Wir müssen uns zunächst mal grundsätzlich unterhalten über die zentralen ethischen Fragen. Und wir müssen mal feststellen, was ist denn die Meinung der Mehrheit der Gesellschaft, damit nicht nur Aktivisten und NGOs die öffentliche Meinung bestimmen. Wir müssen dann aber auch uns klar werden, dass wir Tierwohl nicht umsonst kriegen. Wir müssen es bezahlen, eventuell mit Ineffizienz. Wir müssen es bezahlen mit schwierigerer Welternährung, vielleicht mit schlechterer sozialer Nachhaltigkeit. Dann müssen wir den Forschungsbedarf, der sich daraus ergibt, definieren. Wir müssen Umsetzungsmaßnahmen entwickeln. Wir müssen uns auch über Methoden unterhalten. Ich erinnere auch wieder an den Kollegen Simjana, was wollen wir, was wollen wir nicht, insbesondere in der Züchtung. Und dann müssen wir uns überlegen, wie machen wir es denn, dass wir den Landwirten einen finanziellen Ausgleich geben, damit die Produktion nicht abwandert. Und erst dann sind wir so weit, dass wir das tatsächlich umsetzen können. Wenn wir uns fragen, Landwirtschaft zwischen Idylle und Hightech, dann haben wir auch an dieser Stelle die Wahl zwischen Retro-Landwirtschaft, ja, ein bisschen polemisch hier als ökonomisch nicht tragfähig, ökologisch bedenklich und vielleicht im Nischenbereich sinnvoll gekennzeichnet, und der Alternative, die man vielleicht Landwirtschaft 4.0 nennen kann, das heißt groß, modern, intensiver Technikeinsatz, das Ganze basierend auf einem neuen gesellschaftlichen Konsens, wie ich es eben dargestellt habe, mit gezielten staatlichen Fördermaßnahmen, die die ökonomischen Nachteile ausgleichen und im Gegenzug natürlich mit einer extremen Transparenz, damit die Bevölkerung auch weiß, dass sie für ihr Geld das kriegt, was versprochen wurde. Und die Möglichkeiten dazu haben wir durchaus, wenn man sich mal überlegt, was man heutzutage mit so einer normalen Kuh schon alles anstellen kann. Ja, dann kann ich mit den verfügbaren bzw. in der Entwicklung befindlichen Sensoren, sagen wir mal so gut 25 wichtige Parameter rund um das Tier, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr erheben, mit intelligenten Algorithmen auswerten und dem Landwirt entsprechende Hinweise dazu geben, du musst dich um die Kuh Nummer 997 jetzt mal ein bisschen intensiver kümmern, da stimmt was nicht. Das kann man sich auch in Schweineställen und sogar Geflügelställen vorstellen. Nur kommen wir da natürlich mit Sensoren nicht weiter, aber Webcams gibt es ja heute zuhauf und billig. Und geeignete Software zur Auswertung von Bildern gibt es auch. Und wenn ich so einen Stall mit 200 Webcams vollhänge, die 24 Stunden am Tag die Tiere beobachten, dann kann ich auch mit entsprechenden Algorithmen feststellen, wenn irgendwo ein Tier ist, dem es nicht so gut geht und nachdem der Landwirt dann mal persönlich schauen muss. Wie ich eben schon gesagt habe, verdrängen ist keine Lösung. Einfach nur neue Auflagen immer schaffen, wird dazu führen, dass die Produktion ins Ausland abwandert. Politische Lösungen müssen im europäischen Maßstab erfolgen, sonst bleiben sie wirkungslos. Dazu wird Ihnen garantiert der Kollege Spiller auch noch was erzählen. Und die freiwilligen Lösungen sind natürlich immer der Königsweg und immer werden die Käfigeier im Lebensmitteleinzelhandel angeführt, die freiwillig ausgelistet worden sind vom Lebensmitteleinzelhandel und die dazu geführt haben, dass wir heute nur noch Eier aus Bodenhaltung oder aus Freilandhaltung haben, jedenfalls in dem Bereich, den der normale Verbraucher sieht. Ja, in der Verarbeitungsware gibt es immer noch jede Menge Eier, die aus anderen Haltungsformen kommen. Clearing-Modelle, Labels sind natürlich auch beliebte Elemente, haben aber bisher immer nur Nischenmärkte erzielt. Gut, die Frage ist, am Anfang haben wir gesagt, woher kommen die Spannungen, wie lösen wir die Spannungen? Beide Seiten müssen sich bewegen. Die Landwirte müssen erkennen, dass Veränderungen notwendig sind. Und sie müssen
auch wahrnehmen, dass die Veränderungen durchaus auch für Sie positive Effekte haben können. Sie müssen einsehen, dass Tierwohl erfasst, gemanagt und dokumentiert werden muss. Wir müssen uns, glaube ich, alle fragen, sind die biologischen Leistungsgrenzen die, die wir uns gemeinsam setzen wollen, oder gibt es davor irgendwo Schwellen, wo wir sagen müssen, nee, das reicht jetzt. Die Diskussion muss ergebnisoffen geführt werden. Und insbesondere muss der Berufsstand zugeben und erkennen, dass es gute und schlechte Tierhalter gibt. Der Bauernverband, der negiert sowas gerne. Ja. Und klar ist auch, die schlechten Tierhalter müssen entweder besser werden oder sie müssen aufhören auf Dauer. Und die Gesellschaft muss erkennen, dass Tierhaltung ein wichtiges Element für die Erhaltung unserer Kulturlandschaft ist, auch für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Ich glaube, es ist Ihnen jetzt auch allen bewusst, dass große Teile der Erdoberfläche eigentlich nur über Nutztiere und da vornehmlich über Wiederkäuer nutzbar sind. Die Verdrängung der Tierhaltung in Ländern mit schlechteren Standards ist mit Sicherheit keine Lösung des Problems. Und man muss auch sagen, Tiere sind zwar empfindsame Mitgeschöpfe, aber sie sind natürlich noch lange keine Menschen in der ethischen Qualität. Und es wäre auch gut, wenn es uns gelingen würde, mir gelingen würde, sie davon zu überzeugen, dass Tiere sich auch in Hightech-Umgebungen wohlfühlen können. Und wenn wir so aufeinander zugehen und den Dialog intensiv führen und konstruktiv nach Lösungen suchen, dann glaube ich, dass wir durchaus eine Chance haben, dass wir die Frage, die der Kollege Spiller nächste Woche stellen wird, sind wir in 20 Jahren alle Vegetarier, guten Gewissens mit Nein beantworten können. Dankeschön.